Komplikationen der lumbalen Bandscheibenoperation, also ein Thema, das ja viele von uns sehr interessiert und auch betrifft. Er ist dann 2003 Facharzt für Chirurgie geworden, 2006 Facharzt für Orthopädie und Traumatologie und 2007 zusätzlich Facharzt für spezielle Traumatologie. Er ist seit 2003 in Hamburg oder in der Klinik unter der Leitung von Herrn Professor Jürgens, zunächst als Assistenzarzt und jetzt als Oberarzt. Zusätzlich seit Januar 2008 ist er auch Leiter des Labors für Biomechanik und orthopädisch-traumatologische Forschung in Lübeck. Außerdem ist er Wissenschaftskoordinator der unfallchirurgischen Abteilung des Universitätsklinikums Lübeck. Also Sie sehen vielfältige Aufgaben. Er hat 31 Originalpublikationen eingereicht, alle in Peer-Review-Zeitschriften. Zusätzlich hat er viele klinische Studien durchgeführt, Drittmittel eingeworben, unter anderem DFG-Gelder. Er hat eine Habilitationsschrift vorgelegt, die das Thema hatte ROM-EO, das bedeutet robotergestützte minimale invasive Endoprothetik. Und da hier hat er sich beschäftigt mit Robotersystemen zur robotergestützten Implantation von Hüftgelenk, Totalendoprothesen und eine neuartige Methode konzipiert. Heute wieder ein bisschen zurück zur Basis. Also es geht, wie ich eben schon sagte, um Tumororthopädie und wir freuen uns heute, Ihrer Antrittsvorlesung zu hören. Herr Schulz. Jetzt mal vielen Dank. Ja, schönen guten Tag erstmal, liebe Studenten, liebe Gäste. Es geht heute im Rahmen der allgemeinen Vorlesung Orthopädie um die orthopädische Behandlung von Tumoren. Als Lernziele für den heutigen Tag wollen wir uns beschäftigen mit Klassifikation, diagnostischen Aspekten von Tumoren, mit den benignen, also den gutartigen Knochentumoren, mit den malignen, also den bösartigen. Und hier wollen wir jeweils auf verschiedene Aspekte eingehen. Fangen wir also an mit der Klassifikation. Wichtig für weitere Therapieplanung und der Diagnostik, wie ist der Weg zur Diagnose? Einteilung von Knochentumoren, es gibt verschiedene. Zum einen kann man einteilen zwischen Tumoren, die von den Fingerstrukturen ausgehen und Strukturen, die von Knorpelgewebe ausgehen, sowie also Bindegewebe und von Tumoren, die gar nicht im Bewegungsapparat selber sitzen, also Metastasen. Grob eingeteilt damit, also primäre Tumoren und sekundäre. Weiter, vorhin schon kurz angesprochen, benigne, gutartige, maligne Tumoren. Und bei den maligen Tumoren unterscheiden wir noch verschiedene Grade der Bösartigkeit, also High-Grade und Low-Grade Tumoren. Es gibt weiterhin potenziell maligne Tumoren, welche lokal destruktiv wachsen, aber keine Metastasen aus Siedlung haben. Und tumorähnliche Läsionen, die gar nicht dieses Prinzip der Neoplasie haben, aber trotzdem für uns als chirurgisch tätige Ärzte einen ähnlichen Effekt haben, ganz einfach, weil sie anderes Gewebe verdrängen. Aber im Herkunftsgewebe kann man weiterhin einteilen. Hier ganz kurz die Einteilung der WHO. Das bringt als Student nicht, sich diese auswendig zu merken. Es ist auch keine vollständige Auflistung, aber man kann ganz gut sehen, die wird eingeteilt nach dem Ursprungsgewebe und dem Grad, sag ich mal, der Malignität, also benigne, semi-maligne und maligne. Wir gehen die Einteilung durch, und zwar werden wir uns heute beschäftigen mit den häufigsten Tumoren der jeweiligen Gebiete. Knochentumor insgesamt sind relativ selten, also wenn man sich vorstellt, was für ein Volumen das menschliche Skelett hat, der Bewegungsapparat, und dann auf der anderen Seite sieht, dass nur 1% aller Tumoren von den Knochen ausgehen, da kann man sich vorstellen, wie selten die sind. Weiterhin, wenn man absieht vom multiplen Myelom, Altersgruppierung von meist über 40 Jahren, treten 2/3 aller Tumoren auch für die bei jungen Menschen auf. Ganz grob eingeteilt, wenn man in der Diagnostik auf Menschen über 40 Jahre trifft und findet da Knochenläsionen,
Es ist eher wahrscheinlich, dass es sich um Metastasenerkrankung handelt und weniger um Primärtumor. Zur Diagnostik. Die Anamnese ist oftmals relativ gesehen leer. Manchmal können Knochenschmerzen auftreten und man muss bei jungen Menschen schon sagen, dass Schmerzen ohne Korrelat abklärungsbedürftig sind, wenn sie über einen gewissen Zeitraum auftreten. Oftmals hat man Patienten, die kommen zu einem und erzählen einem von einem Trauma, einem relativ simplen, vor, was weiß ich, 3 Monaten, da habe ich mir das Knie angestoßen und seitdem habe ich hier diesen Knubbel. Wenn man dann weiter fragt, war dieses Trauma eigentlich gar nicht geeignet und in der weiteren Diagnostik hing da meistens Tumor hinter. Das Knie, da sollte man immer aufpassen, ist das Hauptgebiet der Knochentumore. Also hier findet sich die größte Anzahl. Von der Klinik, da kommen wir gleich zu. Weitere Schritte innerhalb der Diagnostik erinnern immer nativ Röntgen. Heutzutage auch in den meisten Fällen, wo nicht ganz klar ist, dass es sich um ein weniges Geschehen handelt, auch CT und MRT, Szintigraphie ist auch sehr wichtig. Und erkennen, vielleicht doch ein bisschen dunkler. Und hier sehen Sie diese Anlage. Mal neben. Kopfmann 3 entsteht wiederum auch durch Anlagerung. Hier ist es sehr schön zu erkennen, die dann plötzlich abbricht. Und dadurch haben Sie diese dreiecksförmige Struktur hier wieder in diesem Schaubild und hier ganz deutlich zu erkennen. Wenn Sie das haben, das ist sehr verdächtig. Spikulae heißt es eigentlich in den deutschen Lehrbüchern immer noch. Ist aber im Englischsprachigen eigentlich dieses Sunburst-Sign abgelöst worden. Dann können Sie sehen, wie es zu Knochenneubildung, in die Weichteile hineinkommt. Ja, Kalzifikation in die Weichteile, der Tumorfrist in die Weichteile. Hier das Schaubild, haarartige Knochenbällchen, die sich in die Weichteile einfressen. Das waren erstmal die radiologischen Zeichen und wenn man sich das gut merkt, dann werden Sie sehen, an späteren Beispielen, dass man da auch ganz gute Erfolge hat, wenn man einfach mit dem Bild anguckt und diese Zeichen durchgeht. Das MRT, die Kernspintomographie, eher wichtig zur Beurteilung von betroffenen Weichteilen. Bei der Szintigraphie geht es um Metastasen und auch die Unterscheidung verschiedener Tumoren. Darauf möchte ich hier nicht eingehen. Das, oh, das ist ja schön. Ja, ich hätte so einen Mittelweg, aber das ist okay. Das Thorax wird auch wichtig, gerade wenn eine sehr schöne Einteilung für Studenten oder für, sag mal, junge Kinder ist die Lottwig. Das ist gut erkennen, vielleicht doch ein bisschen dunkler. Und hier sehen Sie diese Anlage. Mal neben. Kopfmann 3 entsteht wiederum auch durch Anlagerung. Hier ist es sehr schön zu erkennen, die dann plötzlich abbricht. Und dadurch haben Sie diese dreiecksförmige Struktur hier wieder in diesem Schaubild und hier ganz deutlich zu erkennen. Wenn Sie das haben, das ist sehr verdächtig. Spikulae heißt es eigentlich in den deutschen Lehrbüchern immer noch. Ist aber im Englischsprachigen eigentlich dieses Sunburst-Sign abgelöst worden. Dann können Sie sehen, wie es zu Knochenneubildung, in die Weichteile hineinkommt. Ja, Kalzifikation in die Weichteile, der Tumorfrist in die Weichteile. Hier das Schaubild, haarartige Knochenbällchen, die sich in die Weichteile einfressen. Das waren erstmal die radiologischen Zeichen und wenn man sich das gut merkt, dann werden Sie sehen, an späteren Beispielen, dass man da auch ganz gute Erfolge hat, wenn man einfach mit dem Bild anguckt und diese Zeichen durchgeht. Ich möchte mich an dieser Stelle, es handelt sich ja hier, wie gesagt, erwähnt, um meine Antrittsvorlesung bei verschiedenen Kollegen bedanken. Zum einen ganz besonders bei Herrn Professor Dr. Christian Jürgens, der heute leider nicht bei uns sein kann, da in Oman unsere Klinik vertritt.
Ohne Christian Würms würde ich hier heute nicht stehen, das muss man ganz klar so sagen. Und ich habe ihm unglaublich viel zu verdanken auf dem Weg dieser Habilitation, die er vom ersten Tag an begleitet hat. Bei meiner Familie, meinen Eltern, möchte ich mich bedanken. Ich komme gleich mal dazu. Meine Eltern haben das Projekt APS bei dem ersten Tag begleitet. Und deswegen für euch. Dankeschön. Dankeschön. Als nächstes meine Familie. Da sind sie. Die mich jeden Tag ertragen müssen. Und das machen sie ganz klar. Liebe Schwester, komm mal rum. Darf ich das still verfügen? Omi ist ja auch dabei. Es geht weiter. Die Person, weswegen ich heute eigentlich hier bin, die Studierenden der Universität zu Lübeck, die Doktoranden, die Diplomanden. Mit euch macht das Arbeiten sehr viel Spaß. Und ich möchte mich bei euch allen bedanken. Ich habe leider nicht für euch alle Blumen dabei. Was wir aber haben, wir haben morgen Abend bei unserem gemeinsamen Forschungsabend Biomechanik, Orthopädie und Unfallchirurgie die Gelegenheit, vielleicht ein kleines Kaltgetränk, eine Kaltschale einzunehmen. Die werde ich dann ausgeben. Einladung liegen da oben noch welche für alle die von euch, die jemanden bekommen haben. Meine Kollegen im Labor für Biomechanik und orthopädisch-traumatologische Forschung. Bei euch möchte ich mich bedanken. Es macht riesig Spaß. Und die Silvia. Silvia, du musst stellvertretend für deine Kollegen. Liebe Kollegen, vielen Dank. Und die, die am meisten unter dem Habilitationsprojekt gelitten haben, meine Kollegen, die mir eigentlich immer ganz freiwillig, da wir gearbeitet haben und die unter mir leiden müssen. Ich bedanke mich bei euch und Tanja bekommt stellvertretend für alle anderen, ebenfalls von mir nicht sein. Nachdem Sie nun auch die letzte Hürde des Habilitationsverfahrens gemeistert haben, bleibt mir eigentlich nur noch übrig, Ihnen die entsprechende Urkunde zu überreichen und ich will die Gelegenheit nutzen, sie kurz zu verlesen. Die Medizinische Fakultät der Universität Professor Dr. Peter Dominiak und unter dem Dekanat des Professors für medizinische Mikrobiologie und Hygiene Dr. Med. Werner Solbach, Herrn Arndt Peter Schulz, Doktor der Medizin, das Recht, den von ihm geführten Doktorgrad den Zusatz Habilitatus anzufügen, nachdem er im ordnungsgemäßen Habilitationsverfahren durch die Habilitationsschrift Romeo, robotergestützte minimalinvasive Endoprothetik, ferner durch die von ihm veröffentlichten Schriften und durch die wissenschaftliche Aussprache die Fähigkeit zu selbstständiger wissenschaftlicher Arbeit erwiesen hat. Die Universität zu Lübeck hat ihm die Lehrbefähigung für das Fachgebiet Orthopädie und Unfallchirurgie zuerkannt. Lübeck, den 27. Januar 2010, Dekan Dr. Med. Werner Solbach. Herzlichen Glückwunsch und alles Gute.
lade ich alle ein vor der Tür. Wie gesagt, Studenten, nicht zu viel essen, ihr müsst gleich weiter. Wir haben nicht nur unter dir gelitten, sondern wir freuen uns auch mit dir und ich hoffe, super viel Freude erstmal. Dankeschön.